Liebe Gäste, ich bin so froh, dass wir endlich mal Zeit haben zu klönen. Bei den vielen Veranstaltungen, die es vor allem vor Corona war, kam das vielleicht mitunter ein bisschen zu kurz. Eingeladen haben wir heute einen Herrn, den Sie alle kennen, ist im schönen Menslage zu Hause und er hält dort ein Pferdeparadies in jeder Hinsicht, vor allen Dingen auch in der Dimension und Größe, der sich einen Namen gemacht hat von eigentlich europäischer Bedeutung, weit über 600 Hengste schon bisher gekürt, 670 in seiner bisherigen Karriere, unglaublich viele Siegerhengste, gerade erst wieder erfolgreich von den Hengsttagen aus München zurückgekehrt. Die Rede ist natürlich von Heinrich Ramsbrock, den etwas ganz Besonderes verbindet mit der Familie hier in Lemwerda, nicht nur die persönliche Bekanntschaft, sondern eigentlich eine Art und Weise zu leben mit den Pferden, die der Familie Sosat ganz ähnlich ist. Es ist ein Familienbetrieb, Heinrich, den du in Menslage leitest. Was sind die großen Gemeinsamkeiten dieser beiden Familien? Ja, das ist einfach, wenn man es nur überdenkt, im Ganzen, wir sind alle, glaube ich, klein angefangen. Wir haben früher schon zusammen geritten in Vechta und das ist alles ganz langsam gewachsen. Nicht? Und jede Frau hat dahinter gestanden, ich glaube, Gerd seine Frau genau wie meine. Und im Laufe der Jahre, die Interessen sind gleich gewesen. Ich habe versucht, Hengste aufzuziehen. Gerd hat sie gebraucht, hat den Samen verkaufen können. Ja, und so ist irgendwie eine Freundschaft gut entstanden in den ganzen Jahren. Jahr für Jahr dürfen wir dich eigentlich hier auch bei den Veranstaltungen des Hauses Sosat willkommen heißen. Ich selber habe dich hier eigentlich kennengelernt. Bei den großen Fohlenschauen, beim Tag der offenen Tür bist du eigentlich Dauer- und Stammgast. Und ich erinnere mich sehr gut an eine Situation. Ich habe dich auf dem ganzen Gelände gesucht. Gefunden habe ich dich da hinten im Wildgehege. Da war ein Zoo gewissermaßen aufgebaut. Hühner, Landtiere. Tiere, ist das die große Faszination für dich? Das ist für mich persönlich das Größte. Wir haben, also ich glaube, von allen Tierarten, ich habe auch, wie ich hierher noch gesprochen mit Hermann, dass wir, glaube ich, alle Entensorten mal hatten. Für viel Geld eingekauft, aber dann feststellen musste, dass wir also die Vielfalt nicht halten konnten. Aber es sind überall noch Enten, Gänse, Hühner in jeder Form, alle Sorten. Und das macht unglaublich Freude. Es ist entspannt, das überhaupt die Tiere zu beobachten. Den ganzen Tag Pferde anschauen, das ist eine Sache. Aber abends dann mal rumlaufen, alles anschauen, das ist wahre Freude. Ja, kannst du auch bei Enten ganz besonders gut entspannen, wenn du mal auf den Punkt bringen könntest. Was verbindet euch? Sind es diese gleichen familiären Bande? Seid ihr richtige Freunde? Ja, das denke ich wohl, da sind wir. Wir sind ja früher tatsächlich zusammengeritten und was ja sehr erstaunlich ist eigentlich, wir kommen beide aus dem Springlager und in welcher Kürze der Zeit Heinrich sich da entwickelt hat mit deinem Unternehmen und auch mit den Hengsten und mit den Dressurpferden. Wir sind ja erst später mit den Dressurpferden angefangen, aber wir sind beide ein landwirtschaftlicher Betrieb und ich interessiere mich ja auch sehr viel für Grünland und für alles drumherum. Und wenn ich bei euch auf dem Hof bin und sehe die Weiden mit den vielen Pferden, wie gepflegt das alles ist, das gesamte Grünland, wenn ich auf den Hof komme, da diese adländische Bauart, das fasziniert mich. Der große Brunnen da vorne vor. Und das ist immer gepflegt bei euch, muss ich wirklich sagen. Und was mich ganz gewaltig fasziniert hat, als wir in Hahnenmoor waren. Ja. Und da war ich mal im Mai, glaube ich, und habe in der einen großen Halle, die so groß ist wie eine Reithalle, glaube ich, 40 oder 50 Stuten mit kleinen Fohlen gesehen. Das hat mich so begeistert. Die Fohlen hatten ihre Ecke an der Seite, wo die unter so einem Rohr unterdurch konnten, damit sie selber fressen konnten. Heinrich trommelt ja gerne. Dann hat er mir vorher erzählt, dass er jedes Fohlen bekommen kann, kann überall die Beine hochheben. Ich sage, Heinrich. Und dann sind wir da hingegangen und siehe da, er hat recht gehabt. Er hat so einen großen Bezug gehabt zu den Tieren. Du konntest an die Fohlen so rangehen, du konntest alle streicheln. Also du bist wirklich ein Pferdemann. Ich erinnere mich auch sehr gut, Heinrich, ich habe dich ja mal besucht. In Menslage kam unangekündigt, wie das so meistens meine Art ist. Und stolz wurde ich von deinen Mitarbeitern da über die Anlage geführt. Das war wirklich bemerkenswert. Unglaublich in Lack, als hättest du ein Videoteam erwartet. Alle standen bis zum Bauch im Stroh. Ist das die Handschrift deines Unternehmens, wenn dann richtig?
Ja, ich glaube, dass wenn man das nicht richtig betreibt vom Herzen und dass man täglich wirklich auf alle, auch die Kleinigkeiten achtet, funktioniert so ein Betrieb nicht. Wenn sie jemand einreißen lässt, die Pferdepflege zum Beispiel, das Einstreuen, das wird bei uns jeden Morgen mit allen Personen, die am Hof sind, beschäftigt sind, wird es bis zum Feinsten gemacht, so gut wir können natürlich. Und dann fühlen sich auch die Tiere wohl und der Mensch kann auch besser arbeiten. Was ist die Zukunft des Familienbetriebes, auch vor dem Hintergrund der schwerer werdenden Landwirtschaft? Ja, ich glaube, der Familienbetrieb, den wir beiden jetzt sehr fördern und auch sehr betreiben, gärt ja in großer Form. Bei uns ist es etwas kleiner, aber ich spreche jetzt von dem Nachwuchs. Also ja, das stimmt. Ja, das ist nun mal so. Und ich bin der Meinung, solange wir das persönlich alles betreiben können, wird das alles funktionieren, weil wir eine ganz andere Auffassung haben von den Tieren, auch wie Pferde aufgezogen werden, wie sie angeritten werden. Und dadurch glaube ich, dass man über diese 50 oder gut 50 Jahre, die wir das betreiben, mit Stammkunden, und das ist auch meine Philosophie, dass man ohne Stammkunden solche Betriebe gar nicht führen kann. Und Vertrauen ist das A und O. Tja, sicherlich ein Grundprinzip eurer beiden Unternehmungen. Ich selber bin erst einmal in den Genuss gekommen, auf deinem Betrieb ein Pferd zu kaufen. Ich erinnere mich, das war ein furchtbares Gefeilsche. Gerd war sicherlich schon sehr viel öfter in diesem Genuss. Und er hat einen Hengst ganz aktuell im Stall, einen ganz bedeutenden Vivaldi-Nachkommen, Vivaldos, den wir natürlich auch im Rahmen dieser Online-Hengst-Show erleben werden. Erzähl uns mal ganz ein bisschen, wie war das, als du ihn entdeckt hast im Hause Ramsbrock? Ich habe ja schon öfter mal einen von der Familie Ramsbrock gekauft. Und so ein Heinrich hat ja immer stolze Preise, natürlich auch gute Pferde. Und dann habe ich gedacht, fährst du einfach mal, ich war in der Gegend, fährst du mal zu Heinrich und guckst mal. So, da haben wir da, die sind immer sehr gastfreundlich, auch Dagmar, deine Frau, wenn ich da komme. Da war ich so um die Mittagszeit da, da gibt es ein bisschen was mit zu essen, bist immer sehr willkommen dort. Und dann haben wir über Hengste gesprochen und so und ja, aber alles. Und dann fingst du auf einmal an und so, ja, wenn du was ganz Besonderes haben willst, aus dem super Mutterstamm, und die Mutter selber ist ein absoluter Kracher, er war so am Schwärmen von der Doris D., da musst du so einen nehmen. Und so, und dann, aber ich kenne das ja schon mit dem Getrommel, da habe ich gedacht, nein, ich warte erst mal ab. Und dann haben wir aber gedacht, lass uns den mal angucken. Dann sind wir beide nach zu deiner Farm gefahren, nach, wie heißt das noch bei dir? Nach Hahnmoor gefahren, kamen wir vor. Und da hatte ich das große Glück, dass wir in der Mittagspause da waren, weil ich war sonst schon mal immer da. Dann ist alles top vorbereitet. 5 von seinen Pflegern stehen vor der Hengstbox, die sind eingeflochten, die sind in Lack bandagiert, sonst siehst du die gar nicht. Und das war in der Mittagspause und da hatten wir Glück und da hatten wir nur einen von deinen landwirtschaftlichen Mitarbeitern, hast du gefragt, kannst du uns mal eben den Hengst rausholen? Und da kam der so raus, Trense drauf gemacht, aber nicht eingeflochten, ganz natürlich, wie er so war. Und da bewegte er sich so auf der Straße hin und her und ich kam gerade, weil wir vorher auf der Weltmeisterschaft mit Devonport waren, kam ich gerade von Ermelo in Holland und hatte so diese Bewegungsabläufe im Kopf, wie die guten Dressurpferde heute gehen. Und dann habe ich den gesehen und war vom Fleck weg eigentlich verliebt. Und dann habe ich gesagt, fährst du nicht wieder vom Hof, wenn du den Hengst nicht hast. Und dann sind wir wieder zu dir nach Hause gefahren, auf dem Weg zurück, haben wir ein bisschen geschnackt. Und dann hast du mir erstmal die Geschichte von der tollen Stute Doris D., wo dein Bereiter Hermann, unser Freund Hermann Burger, das war alles Bundeschampion. Bundeschampion, ich glaube, dieses Pferd ist 11-mal gestartet. Von den Stutenschauen auf den Turnieren, Bundeschampionat, hat immer gewonnen, nicht einmal Zweiter gewesen. Ja, Bundeschampionat gewonnen, Leistungsstutenschau gewonnen, alles Mögliche. Und man muss ja auch, man sollte immer den Zahn der Zeit erkennen, welches Blut ist gerade gefragt. Und dann war es natürlich so, das Vivaldi-Blut, das war so im Kommen und so eine Abstammung. Und dann mit der Mutter, mit Desperados und auch das Haus Spree, sind wir auch gut mit befreundet. Und sie war damit Olympiasiegerin in der Mannschaft auch und deutsche Meisterin und so mit so einem tollen Pferd. Da habe ich gedacht, eine solche Kombination und dann auch Brentano dahinter, genau das könnte sehr, sehr gut für unsere Station passen. Ist das, Heinrich, das Geheimrezept auch deines Erfolges? Gerd hat es schon gesagt, Vivaldi ist damals schon, heute erst recht, in aller Munde.
auch über das vitales Blut, das ja top aktuell ist. Aber sind es vor allen Dingen die Mütter, die die Basis sind auch deines Erfolges? Ich meine, 670 gekörte Hengste, das macht man nicht nur mit Modehengsten, das macht man vor allen Dingen, vermute ich, mit den qualitätvollen Stuten. Ja, das ist ohne Frage richtig. Wir haben einen großen Stutenbestand und es passiert bei uns immer wieder, dass jemand mal eine Stute kaufen möchte. Und dann stehe ich auch meistens hier mit unserem Hermann Burger vor unserem Zettel oder Tafel und wir können keine finden. Wollen alle behalten. Weil wir uns nicht trennen wollen. Da liegt das Problem. Das ist wirklich, also das ist ganz, es fällt mir sehr schwer, denn, weil die Stämme haben wir jetzt schon dritte, vierte Generation. Ja, so. Und ja, wenn dann unsere Niki mal dazu kommt, die sagt, ja, die könnte mal weg, das vorletzte Fohlen war nicht ganz so gut, aber immer gut wird nicht gehen. Aber die Stämme sind einfach entscheidend. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich meine, das wird Gerd ganz ähnlich sehen, der natürlich auch auf Leistungsstuten in seine Zucht aufbaut. Der Löwenanteil der Hengste, die wir auch in dieser Online-Hengstvorstellung sehen, sind selbst gezogen vom Haus Osat. Ist es tatsächlich festzustellen, dass die Pferde über die Jahre besser geworden sind? Auch das Haus Sosat gibt es ja schon 375 Jahre. Nicht ganz so lange werden schon erfolgreich Pferde gezogen, aber fast. Sind die Pferde vor allen Dingen auch aufgrund der Stuten deutlich besser geworden in den letzten 30 Jahren? Also was ich beurteilen kann, deutlich besser, deutlich anders. Früher gab es auch schon tolle Pferde. Aber für die heutigen Voraussetzungen, die man im modernen Sport braucht, auch gerade im Springsport und so, wir haben blutgeprägte Pferde mit der allerletzten Qualität. Und ich kann auch nur bei uns sagen, unsere älteren Stuten, auch Lady Haider stammen und so, da sind jetzt so viele gute Pferde rausgekommen. Und wenn man die jetzt vielleicht auch glücklich anpaart, hat ein bisschen gutes Auge gehabt, was könnte passen, dann werden die Produkte tatsächlich immer besser. Und ich hatte das auch schon mit meinen Mitarbeitern. Wir haben 25 dreijährige Stuten jetzt aus dem Laufstall geholt und haben die laufen und springen lassen. Und dann machen wir immer gleich Videos, damit wir sehen, wie sie sind und machen uns immer Notizen dafür. Und dann haben wir bei so vielen Stuten so viele Pluspunkte gehabt, da habe ich nachher gesagt, haben wir jetzt uns versehen oder warum haben wir die alle so hoch bewertet, wenn ich vergleiche mit den anderen Jahren. Und das sind eben die Produkte jetzt, die aus unseren allerbesten Stuten kommen, auch aus den Stuten, die selber international gehen, die in Aachen waren, Lady Lordana beispielsweise. Oder auch Cador und aus diesen ganz guten Stuten und die Mutter von Diamant de Plaisir und so, das sind einfach Kracher. Und da muss ich sagen, auch im Dressurpferdebereich sind wir ja nicht so stark mit unseren eigenen Stuten, aber da haben wir auch gewisse Linien, die sich doch hervorragend vererben. Und ich finde, und die Zucht hat sich gewaltig nach vorne entwickelt. Ja gut, da muss man, auch wenn man züchtet, sehr drauf achten. Charakter, das ist das A und O. Dann die Bewegungsqualitäten und wo wir heute alle von sprechen und zum Schluss die Rittigkeit. Und wer da wirklich drauf achtet, der wird auch Erfolg haben in der Zucht. Genau, aber nicht nur Modehengste oder das ist alles schnell gemacht, aber hinterher das Reiten und dann auch wirklich die Vermarktung, das sind entscheidende Faktoren, die wichtig sind. Und genau was du sagst mit Charakter, ne? Das sind auch Dinge, wir haben einen Punkt immer bei der Bewertung, das ist Einstellung. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Wenn man 25 Stück hier oder noch mehr rausholt, ist für alle sind die Bedingungen gleich. Und die einen, die haben die Ohren vorne und machen es, und die anderen machen es eben nicht. Es geht schon los, wenn wir sie über den Hof ziehen, aus dem Laufstall rausziehen, am Halfter dahin. Und die Einstellung, die ist so wichtig. Das ist nicht nur bei den Menschen entscheidend, auch bei unseren Mitarbeitern, wie die Einstellung ist, eben auch bei den Pferden. Und dann, was aber, glaube ich, heute ein Problem ist bei unserer modernen Zucht, dass die Härte als solches nicht mehr so ist wie früher. Wenn ich an früher denke, da kannten wir gar kein Tier. Also hatten die kurze Fesseln, festen strammen Rücken, anständige Gelenke. Und diese ganzen Probleme, die wir heute haben, durch die doch zum Teil sehr hochgezüchteten, gerade auch Dressurpferde, mit den spektakulären Bewegungen, mit ganz langen Fesseln, dieser Vorderbeinmechanik und so, da sind die doch alle ein bisschen labil im Rücken, viele im Schweif nicht mehr so viel Kraft im Körper und viele eben auch auf den Pedalen nicht mehr ganz so hart, wie es früher mal war. Da müssen wir heute, finde ich, in der Zucht wieder darauf achten, dass wir da wieder ein bisschen konsolidieren. Das sehe ich nicht nur ähnlich, das ist einfach das Wichtigste. Weil wenn wir das Fundament, was heute auch gar nicht mehr beachtet wird, es werden so viele ausländische Hengste genommen, einfach aus dem Internet angeschaut, die jungen Menschen können zum Teil die Abstammung gar nicht mehr aussprechen. Und alles das geht ja verloren. Gerade das Wichtigste, dass wir gute Fundamente haben, dass die Pferde gesund sind.
Das ist, glaube ich, in der Zucht das Allerwichtigste mit. Und das muss ich sagen, das ist auch ganz schön. Wir haben immer mehr Züchter auch, die wirklich auch zu uns, die auch mal eine Beratung gerne wollen, das machen wir sehr gerne, die aber auch zu uns nach Hause kommen und sich einfach den Hengst mal auf dem Pflaster angucken. Da sind auch Kunden aus Holland, aus Belgien, die nehmen den etwas weiteren Weg in Kauf und kommen her und gucken, wie bewegt er sich, wie steht er auf den Füßen. Gerade Hufe und so ist auch so wichtig, dass wir das in Ordnung haben. Und das finde ich auch gut als Züchter, dass man sich mal Gedanken macht und nicht nur nach dem Video geht und nach dem, was man vielleicht aus dem Internet alles guckt, sondern dass man das Produkt anguckt. Und ich kaufe immer irgendwie nach Bauchgefühl. Wenn ich deinen Hengst kaufe oder sonst was mache, ich muss das Pferd sehen, der muss mich begeistern. Und dann finde ich den irgendwie gut und dann wird auch was davon. Und nicht nur, weil ich irgendwo im Internet was gelesen habe oder im Fernsehen vielleicht gerade einen großen Preis gewonnen hat. Bauchgefühl. Bauchgefühl. Vielen Dank, sage ich, an euch beide. Es war nett, mal wieder zu sprechen.